Du nimmst also am Marathon teil, Mario? König oder nicht, gegen Mario gewinnst du nie, wenn du direkt vom Start aus voll durchstartest. Du kannst noch so viel Ausdauer haben, wenn du dein Köpfchen nicht einsetzt, wird es nichts mit dem Sieg. Immer bist du so von dir eingenommen. Ich interessiere mich nicht für deine Meinung. Piep, piep, piep. Du bist dran, Mario. Es geht gleich los. Denk daran, du musst auf deine Ausdauer achten. Wie? Der Igel, der eigentlich am schnellsten ist, macht beim Marathon nicht mit. Na klar. Typisch. Das ist ja mal wieder typisch. Wie soll man denn das? Wie soll man denn das jetzt interpretieren? Denn Sonic ist ja der schnellste Renner überhaupt und der sagt jetzt, Mario darf mal. Okay, gewinne eine Goldmedaille im Marathon gegen Bowser. Dann machen wir das. Neige nach oben und nach unten den linken Stick, um dich zu bewegen. Jedes Mal, wenn du A drückst, erhöht sich dein Tempo, jedoch leert sich auch deine Ausdaueranzeige. Deine Ausdaueranzeige leert sich, wenn du gegen andere läufst oder den Rand der Bahn stößt. Wiederholter Kontakt kann dich zum Fallen bringen und kostet dich einiges an Ausdauer und Tempo. Am unteren Streckenrand erscheinen gelegentlich Wasserstationen, an denen du deine Ausdauer auffüllen kannst. Drücke hier B, um etwas zu trinken. Im Verlauf des Rennens werden sich die Läufer zusammenrotten. Laufe hinter einer Gruppe, um im Windschatten Ausdauer wiederherzustellen. Behalte deine Ausdaueranzeige im Auge, du wirst langsamer, wenn dir die Ausdauer ausgeht. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. So, Sonic wäre sinnvoller. Ist das voll? Ich sehe nur Bowser. Mario. Ach, da ist Mario. Bereit. Unter lautem Gejubel verlassen sie das Stadion. Das war nicht. Oh, Vorsicht! Ich wollte den Speedrun da mitnehmen. Huch! Hä? Yeah? Was? Was war denn das? Wir sehen, wie sich einige Gruppen formen. Wo sind denn die Trinkstationen? Ich bräuchte eine Trinkstation. Bei der Kollision laufen sie weiter. Oh, das war nicht gut. Was passiert nach der Hälfte des Rennens? Hoffentlich ist das Wasser in Reichweite. Ich konnte gerade nur einmal anklicken. Sie sollten im Windschatten laufen, um Kraft zu sparen. Bestimmt brauchen alle Leute einen Schluck Wasser. Ich glaube nicht, dass Bienen zum Training gehören. Diese Pfützen sind gefährlich. Langsam bilden sich Gruppen. Es ist teilweise gar nicht so einfach, weil Mario eine blöde Steuerung teilweise hat. Alle geben in der zweiten Hälfte ihr Bestes. Wir sehen, brauchen alle Läufer einen Schluck Wasser. Es ist empfehlenswert, sich im Windschatten zu halten. Oh, Vorsicht! Trotz, das war nicht gut. Schade. Ich dachte, man könnte zweimal. Aber leider nein. Durchlaufenden Windschatten wird der Windwiderstand reduziert. Die Läufer müssen regelmäßig trinken. Okay, da ist Bowser. Nein! Trotz einer Kollision laufen sie weiter. Ich müsste doch schneller als Bowser sein. Oh nein! Der Läufer wird von tosendem Applaus begrüßt. Weil ich zu oft angestoßen bin, ne? Auch wenn man das Beste gibt, reicht 17. Platz von 68. Okay, es ist nicht ganz so leicht, weil durch leichtes Antatschen des Sticks
ich sag jetzt mal, Mario sehr schnell nach oben oder unten rennt. Okay, aber die Ausdaueranzeige wird ein Problem. Und es geht los! Oh, Vorsicht! Hoffentlich ist das Wasser in Reichweite. Das war nicht gut. Hoffentlich passt das hier gerade, was ich mache, von der Geschwindigkeit. Huch. Bestimmt brauchen alle Leute einen Schluck Wasser. Trotz einer Kollision, die Läufer müssen regelmäßig trinken. Ich hoffe, niemand wird gestochen. Hoffentlich rutscht niemand in einer Pfütze aus. Das war... Oh, Mann, dieser blöde kleine Affe da, oder was das da war. Brauchen alle Leute einen Schluck Wasser. So. Jetzt haben wir ihn auch überholt. Die Läufer müssen regelmäßig trinken. Oh, Vorsicht! Ist aber auch fies, weil sie manchmal wirklich Gruppen bilden und man an denen gar nicht vorbeikommt. Guck doch mal hier. Was soll denn das? Man kann da gar nichts machen. Ja, hier, der Pinguin hat mich abgedrängt. Was soll denn das? Nö. Okay, also 28. Platz schon mal. Aber Mario ist am Ende. Warum kann Sonic dieses Spiel nicht spielen? Seien wir doch mal ehrlich. Das brauche ich gar nicht zu Ende rennen. Ich komme zu spät an, weil sie mich abgedrängt haben. Die haben mich abgedrängt und damit wird's nichts. Kann ich das neu starten? Neu spielen. Okay. Wir brauchen es nicht bis zu Ende spielen, weil wir kommen nicht an. Weil ich eben abgedrängt wurde. Definitiv. Und auch hier der Anfang. Du kannst nichts machen. Dieser Start hier, den sie machen, das ist automatisiert. Jetzt kann ich sozusagen loslegen. Und... das Ding konnten wir nicht mitnehmen. Weil das Problem ist... Die Läufer müssen regelmäßig trinken. Einer Kollision laufen sie weiter. Bestimmt brauchen alle Leute einen Schluck Wasser. Würde gerne Ausdauer tanken. Hoffentlich ist das Wasser in Reichweite. Leider habe ich den falschen genommen. Ich glaube nicht, dass Bienen zum Training sind. Nein! Was? Trotz einer Kollision laufen sie weiter. Diese Pfützen sind gefährlich. Ich hing gerade. Ich hing gerade in den Bienen. Ich konnte nichts machen. Warum? Die Athleten sind bereit für den Start. Okay, also das ist so gerade ein bisschen... ja, mal wieder so ein Minispiel, was sie ein bisschen übertrieben haben. Für den Story-Modus. Sie können das ja als Variante für... okay, dieser blöde Panzer da. Aber das Schöne ist, ich werde weggestoßen, andere nicht. Seht ihr das? Mario ist wie ein Flummi. Aber alle anderen rennen, wie sie wollen. Ja, die sind egal. Das war nicht gut. So. Die Läufer müssen regelmäßig trinken. Ah, ich habe den Windwirbel nicht erwischt. Okay. Oh, Vorsicht!
war nicht gut. Hoffentlich ist das Wasser in Reichweite. Trotz einer Kollision laufen sie weiter. Das war nicht gut. Das ist aber schon fies. Die Leute müssen regelmäßig trinken. Ich hoffe, niemand wird gestochen. Okay. Werden die Läufer den Füchsen ausweichen können? Deprimieren? Ja klar, der Kleine da hat mich gerade deprimiert. Ja, hier. Bestimmt brauchen alle Leute einen Schluck Wasser. Oh, Vorsicht! Was zum... Wieso ist denn jetzt sofort das die Ausdauer weg? Ich hatte doch so viel. Ah. Okay. Oh, die Läufer müssen regelmäßig trinken. Das Ziel ist in Sicht. Das war nicht gut. Hoffentlich ist das Wasser in Reichweite. Wir haben Bowser gerade überholt. Okay. Wir sind der Dritte. Reicht das? Wir haben keine Goldmedaille, wir haben den dritten Platz. Nein, wir müssen den ersten Platz. Okay, aber es war schon gar nicht schlecht. Dritter Platz ist besser als kein Platz. Nicht ganz so viel kollidieren und vielleicht ein bisschen mehr die Wirbel mitnehmen, wenn ich sie sehe. Mal gucken. Es ist ein bisschen komplizierter, wie gesagt. Bisschen komplizierter. Hier unten, das Ding nehmen wir mit. Oh, Vorsicht! Die Läufer müssen regelmäßig trinken. Ah, schade, den Wirbel habe ich nicht erwischt. Jetzt haben wir ihn erwischt. Bestimmt brauchen alle Leute einen Schluck Wasser. Trotz einer Kollision laufen sie weiter. Die Läufer müssen regelmäßig trinken. So. Nach unten. Das ist gefährlich. Nach unten. Die sind gefährlich. Oh, das war nicht gut. Bestimmt brauchen alle Läufer einen Schluck Wasser. Hoffentlich ist das Wasser in Reichweite. So, noch sieht's ganz gut aus. 23. Platz. Trotz einer Kollision laufen sie weiter. Bestimmt brauchen alle Läufer einen Schluck Wasser. Alle Läufer legen sich... 13. Platz. Das war ein Läufer. Nein. Die Läufer müssen regelmäßig trinken. 2. Platz. Der Läufer wird von tosendem Applaus begrüßt. 1. Platz. Ja. Okay. 3. Versuch, 4. Versuch. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Okay, aber man muss sich konzentrieren, um da anzukommen. Wow. Okay, aber hat geklappt und Bowser war knapp hinter uns. Er hat wirklich Ausdauer. Das muss man ihm lassen. Sehr viel Ausdauer. Wir haben die letzte Disziplin geschafft und wir nähern uns dem Ende der Olympischen Spiele damit, würde ich sagen. Sonic sagt, gut gemacht, Mario. Der Lauf war echt Gold wert. Man muss wirklich besonders auf seine Ausdauer achten, genau wie es Sonic gesagt hat. Diese nervensäge Mario, er hat mir auch im Marathon die Goldmedaille weggenommen. Beruhig dich, Bowser. Denk daran, wir sind auf diese Situation vorbereitet.
Jetzt haben wir die Chance, unseren Plan umzusetzen. Und du weißt ja, ich mag Pläne. Jetzt. Ja, wir schnappen uns einfach ihre Goldmedaille. Etwas ist schiefgelaufen. Ich sehe hier, ja, ich sehe ihre Goldmedaillen nirgendwo. Was ist hier los? Unmöglich, unmöglich. Die beiden sollten ihre Goldmedaillen in den Händen haben. Oh, was ist hier los? Was ist los? Mario, Sonic, geht es euch gut? Ach, hier sind übrigens eure Goldmedaillen. Toad hat sie verwahrt. Es hat niemand mit Tod gerechnet. Pech gehabt, Dr. Eggman und Bowser. Ihr habt euch seltsam benommen, also haben wir vorsichtshalber vor dem Rennen unsere Goldmedaillen bei Tod gelassen. Daran liegt es also. Es ist genau, wie Sonic gesagt hat. Man braucht nicht nur Ausdauer, sondern auch Köpfchen. Oder ein Tod. Mario und Sonic haben ihre Köpfchen benutzt. Sie haben erwartet, dass sie etwas Mieses ausheckt und die Goldmedaillen mir anvertraut. Jo, mir. Mich ignoriert ja jeder. Selbst wenn ich in der Ecke stehe, mich kriegt ja keiner so richtig mit. Sagst du mir, dem einzigartigen Genie, dass ich meinen Kopf benutzen soll? Meinen Kopf? Wie kannst du es wagen, noch Salz in diese Wunde zu streuen? Bowser, wir brauchen einen neuen Plan. Wir haben viel zu bedenken. Ich muss nachdenken. Hier verschwenden wir nur unsere Zeit. Ich muss denken. Es gibt noch einen Plan. Mir wird schon noch einer einfallen. Keine Sorge, mein Freund. Keine Sorge. Denken. Dr. Eggman, jetzt gib endlich auf. Du verschwendest deine Zeit. Wie bitte? Wir sind beide gerade absolut fassungslos. Ja. Denk an die Batterie. Während wir hier zanken, entleert sie sich immer weiter und dann verschwinden wir alle. Mario hat recht. Wir müssen uns auf die Rückkehr in die echte Welt konzentrieren. Warum könnt ihr eure Streitigkeiten nicht dort klären? Naja, das ist äußerst erniedrigend, aber uns bleibt wohl keine andere Wahl. Ja, so sehe ich das auch. Außerdem verlieren wir hier die ganze Zeit. Das liegt bestimmt daran, dass wir so verpixelt sind. Ich hasse diese Pixel. Ja, ich stimme voll und ganz zu. Wenn wir erst wieder wie wir selbst aussehen, gewinnen wir mit Sicherheit. Oh ja. Na gut, wir nehmen euren Vorschlag an. Aber nur diesmal, nur dieses ein einzige Mal. Damit wäre das also geklärt. Los geht's, Leute. Wir müssen es zum Sockel der Feuerschale hier im Nationalstadion schaffen, bevor die Batterie ausgeht. Ja. Der Marathon ist ein langes Rennen, bei dem die Läufer über 2 Stunden lang rennen müssen, teilweise sogar mehr. Um welche Uhrzeit startete der Marathon bei den Olympischen Spielen 1964? Es war 13 Uhr. Stell dir vor, du könntest während deiner Mittagspause beim Marathon zusehen und die Läufer anfeuern. Gerne doch. Ich glaube, die sagen nichts Neues, ne? Nee. Das ist übrigens das größte Stadion oder das große Stadion oder so. So, einmal zur Feuerschale. Hier lang, bitte. Okay, da stehen sie. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist er, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Hier gehören also die Goldmedaillen hin. Ja, dann beeil dich mal, Sonic. Wir haben alle zusammen.
Und nu? Nichts passiert. Es scheint nichts zu passieren. Wird dadurch wirklich dein geheimer Programmcode ausgelöst, Eggman? Bezweifelst du etwa mein Programmierkunst und Genie und überhaupt? Bist du am Zweifeln? Oh, seht mal, die Goldmedaillen.